Jetzt habe ich ihn abgenommen. Wie war das mit? Ich muss aufpassen. Wie läuft aber noch? Gibt es noch einen dritten Pirscher? Könnte man meinen, ne? Liegt zwar noch eine Falle, aber die könnte auch von den anderen beiden stammen. Das war ja aufregend. Das war die Höhle. Was kommt jetzt auf dem Pfad? Bin ich denn jetzt hier? Ah, okay. Da ist der Stauder. Ich war auf der anderen Seite. Okay. Diesen Weg Richtung. Aber wohin auch sonst? Ist ja auch kein anderen Weg. Naja, ja. Dann geht das so runter, aber runter ist ja nicht so weit runter ist nicht so gut. Was kann man machen? Hier ist eine Kante. Welche Möglichkeiten haben wir denn da? Lass mal gucken. Hey, runter, ey, lol. Warum muss ich mich daran festhalten? Weil da auch so eine. Die gleiche Stelle, die wird, glaube ich, mehr so von dem Wasser her, nicht als. Ne, das war nicht der Plan. Ey, Leute, du Pfeifenköpfchen. Wollte eigentlich an diesen kleinen Felsvorsprung, der da war, aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich konnte irgendwie nicht an diesen Felsvorsprung, den hat es irgendwie nicht anvisiert. Wo sind wir hier? So, muss ich das Teil aktivieren? Ne, muss ich glaube ich nicht, ne? Ah, habe ich schon. Okay. Okay, schauen wir nochmal. Wenn genug Wasser.
Dann müssen wir dafür sorgen, dass genug Wasser einläuft. Aber wie machen wir das? Können wir was dran machen? Ups. Ich wollte eigentlich links an diesen Felsen, aber das macht sie nicht. Geht sie nicht hin. Es aussieht, als würde mal wieder raufkommen über den Weg, ne? Nicht runter. Ich denke ja, da wird sie abstürzen, ne? Also, wir können es ja mal probieren mit Schwung. Ich wage zu bezweifeln, dass das so gedacht ist. Okay, es geht schon. Ob so geplant war, gedacht war, weiß ich nicht. Scheißegal. Immer schon weiter. Drauf. Ich soll aber da lang. Vor allem ist hier irgendwo so ein Gefuttel, so ein Pinselgefuttel. Da, Pigment. Wie komme ich da rüber? Gut, aber gar nicht, wie komme ich da runter? Hm. Runter, dann hoch. Ja, mal runter. Windspiel, da hinten ist das Pigment. Da geht's hoch. Wo da? Ach da! Moment, ey, Leute. Ein helles Oxid. Okay. Aha. Seil ziehen, um das Ding in Position zu bringen. Mach doch mal. Okay, die Brücke füllt sich. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich schnell rüber, ne? Das wird ja nicht ewig halten. Achso, das Wasser fließt immer fröhlich weiter. Ja, dann ist ja gut. Dann können wir in Ruhe wieder zurückgehen. Schaffen wir das von hier aus? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich werde das nicht riskieren. Das wird ja immer noch, wo es da hinten lang geht, ne? Ach, nur eine Kiste, mehr ist ja gar nicht. Na, wie gut ich mal vorbeigeschaut habe. So. Jetzt hier das witzige Spielchen von gerade. Oh. Geschafft. Da dachte ich mir schon, dass es da lang geht. Die treiben jetzt schon wieder so einen richtigen Schindluder mit ihrem ein und demselben Brückenspiel. Ei, der Daus. Gesehen, da oben ist schon so ein beschissener Turm, ne? Ich kann nicht wissen, was für beknackte Völkchen da wieder auf mich warten.
Spring, Aloy! Sag ich ja. Ich sagte spring, nicht fall. Was ist das für ein Vetter? Hier ist irgendetwas Neues. Und es ist wohl kaum freundlich. Ja, gefällt mir auch nicht. Wollt ihr noch sehen? Ist der da unten noch? Nee. Ich laufe direkt auf den Turm zu. Da wird er wahrscheinlich auf mich warten. Wie schön. Ich bin begeistert. Ach, ich höre schon den Turm. Der Klang gefällt mir nicht. Oh, Sekunde. Ach, guck mal, das Controller ist fast leer. Guck mal, wo ist mein Ladekabel? Ich bin völlig ungeschützt, solange ich nicht diesen Turm erledige. Tralali, tralala, tralala. So, entschuldige die kurze Unterbrechung. Was ist hier los? Achso, der Turm, natürlich. Eine nette Reichweite, die nimmt mir hier schon mein verdammten Schild auseinander. Direkt mal haufenweise Vorräte, das kann ja nur gut werden. Wo ist die dazugehörige Maschine? Komm raus. Rein. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Einmal Waffe bitte. Möchte gerne die, ne, nicht den Stolperpfeiler, den Falle, den Seilwerfer haben. Legen wir erstmal da drauf. Ich wusste das. Jetzt muss ja eine Sequenz kommen. Na, dann packt meinen kleinen Bruder mal aus. Putzig. Frostklaue. Zerstöre oder Brücke, oder überbrücke den Turm. Ich kann auch zerstören, wusste ich gar nicht. Erledige die Frostklaue. Wie meinen Teddybären, oder wie? Wo ist denn der? Ich will den nicht überbrücken. Ich will den zerlegen. Der ist aber anfällig auf Feuer. Das ist schon mal was, was ich gerne höre. Der kann nur gut werden, Freunde. Das kein Problem damit, den Turm einfach zu zerlegen, Freunde. Baut.
So. Na, der ist jetzt aber mies gelaunt. Schwachstellen? Ja, dazu genüge. Hallo! Wie dumm. Scheißkerl. Oh, was ein Damage. Ja, der sieht mich trotzdem. Sagt er. Oh mein Gott, Wolverine, Alter. Der für Clown. Was immer du da für Spezialattacken hast, lass es. Mein Gott, da fragt mich doch wieder, was war das, Hephaestus oder wer war das, der die Maschinen baut? Ich glaube ja, ne? Hat er wieder was Nettes gebastelt? Ich glaube, ich muss immer wieder basteln, das Wort festnageln. Nicht weglaufen, Freundchen. Wir fangen gerade an hier. Oh, ach so, der macht hinter mir dicht und dann greift er an. Okay, Spaßvogel. Boah, hab mein ganzes Schild geklaut. Lauf, Aloy, lauf! Dann lässt mir ja gerade keine Zeit zum Nachladen, der Witzbold. Oh, das macht er auch, obwohl er keine Sicht auf mich hat. Witzbold. Aber du bist gleich hinüber, mein Kleiner. Und zwar eher als ich. Nein, hier geht's nicht weiter, schade. So. Noch Fragen? Neue Maschine erledigt. Und jetzt suche ich Urea. Da muss ich klettern. Süßes Tier. Verschwinden die Eiszacken oder kann man die zerstören? Ah ja, man kann jemanden kaputt machen. Auch mit Pfeil und Bogen? Ja, geht alles. War bestimmt nicht die letzte Frostklaue, die mit uns spielt. Stell dich mal nicht so an, ey. Was machst du doch in deiner Freizeit? Wie sämtliche Winter auf einmal. Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Da
little bit of Blauglanz. Ja, wenn wir jetzt diese Blauglanz-Map hätten, müsste ich noch mehr schon irgendwie verpasst habe oder nicht. Was ist das denn da? Ist das nochmal Donnerkiefer? Ich hoffe, da muss ich nicht hin. Keine Lust drauf. Die Frostkeule oder wie der hieß, hat gereicht. Wie hieß der gerade? Frostkeule? War das jetzt richtig? Frostklaue. Okay, nah dran. So ähnlich. Nachtig sagte, Uriah sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ich nehme besser die Treppe. Ein altes Tor. Vielleicht ist Uriah dort. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares. Oh Mann. Ich sollte ins Bett gehen. Ja, geh du mal ins Bett, Digga. Seltsame Ausrüstung. Was war das hier? Ja, die haben sich wenigstens ein bisschen verschönert mit ihren Malereien. Hier ist Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Sicherheitschef Blevins? Gibt's den nicht in irgendeiner Serie? Ach nee, nicht Sicherheitschef. Blevins war irgend so ein FBI-Heini aus Akte X. Vergesst, was ich sagte. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Frage mich, ob ich vielleicht hier schon ein bisschen zu früh bin. Vielleicht gehe ich jetzt nochmal wieder zurück. Gehe dorthin, wo die Quest mich führt. Und dann gucken wir hier gleich nochmal. Ich bin schon wieder viel zu neugierig. Ja, wahrscheinlich genau da, wo ich gerade hingegangen bin. Sieht doch schon mal gut aus. Nette kleine Tür. Schauen wir erstmal, was wir hier machen können. Oder mitnehmen können. Ums Plündern geht, bin ich einmal vorne mit dabei.
aber nirgendwo was zum Plündern. Noch eine Audioaufnahme. Thanksgiving. Noch eine E-Mail von meiner Schwester. Ich hatte kaum Zeit zum Denken oder Antworten. Oh, das Foto der Mädchen hat mein schlechtes Gewissen nur noch verstärkt. Jenny sieht so stolz aus in ihrem Pilgerkostüm. Ach, verdammt. Ich habe Thanksgiving noch nie verpasst. Die Chancen für Weihnachten? Ach, gleich null. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, dass ich all das nur zu Ihrer Sicherheit tue. So, jetzt aber da durch. Schon wieder ein Textlog. Ich hoffe, das muss ich nicht lesen. Es ist nicht so lang tatsächlich. Okay, wir hören mal mit dir unseres persönlichen Problem mit unserem hochmodernen, ultrasicheren, absolut erforderlichen Orbikularstrahl-Türschloss. Okay, gut, also nochmal. G-A-N-Z langsam. Achso, ganz langsam. Ich dachte, das ist jetzt ein Code. Das geht. Ach, Alter, ich gehe jetzt. G-A-N-Z langsam. Das Ding in der Mitte ist der Quellknoten. Den muss man einschalten. Ja, ich weiß. Kompliziert, oder? Da müssen die anderen Knoten so gedreht werden, dass der Daten schon mit der Legitimation zurück zur Quelle gelangt. Und die Knoten puffern fehlerhafte oder verdächtige Daten, die sollte man besser mal vermeiden. Dürfte nicht zu komplex sein, weil die Dinger rot sind, wie ein Stoppschild. Das sollte jeder eigentlich schon in der Vorschule gelernt haben. Aber man weiß ja nie. Wie auch immer, das war's. Wenn der Daten schon zurück zur Quelle geleitet wird, geht die Tür auf. Es ist wirklich nicht so schwer, aber wenn es sein muss, kann ich während des Versuchs auch Händchen halten. Naja, streich das lieber. Das muss auch alleine gehen. Ich halte niemandem das Händchen. Ah, herrlich. Also ich bin zu doof für solche Sachen. Ich brauche mal 300 Anläufe und probiere einfach so lange, bis es klappt. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. So, wir überbrücken erstmal ein Rümchen. Und kurz, woran, wo können wir denn was dran machen? Ach, da wird wieder ausgerichtet. Okay. So. Was sollte ich wohin ausrichten? Ich sage, ich kann mir das nicht merken. Nee, nicht Datenpunkte. Was verkehrt. Doch, Datenpunkte war schon richtig. Ich weiß nicht mehr welches. Ja, die Tür schon wieder so. Was ist das mal? Die Mission zurück zur Quelle gelangt. Manchmal puffern Fehler auf der Fläche da, aber die sollte man ein bisschen meiden. Die sind rot. Okay. Dann spielen wir einfach mal ein bisschen dran rum. So. In der Mitte auch drehen? Ne, der bleibt wie er ist. Okay. Den. Na gut, so. Mal sehen, ob offen ist. Das klang irgendwie fies, wenn ich das mal ganz gut anmerken darf. Sieht aber gut aus.
Okay. Ach. Hey Leute, komm noch mal da runter. Wir gehen da lang. Das ist eine komische Tür, wo ich dann da raufklettern muss hinterher. Ich habe den Scheiß wieder ausgedacht. Wahrscheinlich, ach, das war wahrscheinlich mal ein Aufzugsschacht, okay. Aufzug fährt nach knapp 1000 Jahren nicht mehr. Kann ich nicht verstehen. Frische Luft voraus. Wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Vor allem glaube ich, wird die. Ich wollte euch sagen, Aussicht immer besser, aber die besteht schon nur noch aus Nebel und Wolken. Vergesst, was ich sagte. Ich muss wohl zu diesen Treppen. Kann ja nicht so schwer sein. So, da ist die Leiter. Wer sucht, der findet. Oh, mein Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Trifft jetzt gerade ganz gut, dass hier ein Speicherpunkt kommt. Ich würde nämlich ganz gerne an der Stelle mal einen kleinen Cut machen. Ich wollte auch gar nicht so lange streamen.